Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Finde ich sehr, sehr nett. So, der Sturm ist da. Wir klicken hier erstmal die Baumfäller weg. So, das geht jetzt gerade noch. Muss man nichts. Obwohl das Haus hier noch nicht fertig ist, müssen wir gerade nichts opfern zumindest. Wie sieht es hier aus? Der ist dran. Okay. Das ist gut. Müssen wir aber noch verackern, das Ganze hier, ne? Müssen wir erstmal gucken, was der überhaupt für eine Range hat. Vielleicht gehört das ja sogar noch dazu. Ich wage es aber zu bezweifeln. Oh, doch! Alter, wie geil ist denn das Teil, bitte? 4 Leute können da arbeiten. Okay. Was machen wir? Getreide definitiv. Das andere machen wir erstmal aus, tatsächlich, weil... Da können wir justieren. Getreide brauchen wir für Fleisch, für Mehl, für alles. Das baller ich jetzt auch voll. Da kommen ja gleich neue Leute. Aber da haben wir hier schon mal ein richtig krasses Teil auf jeden Fall. Und wir machen mit Getreide auch noch Pilze, stimmt. Das ist auch gut. Geysir hier völlig, völlig daneben die Lage. Gut, 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 gut. Danach machen wir jetzt das hier. Leider 3 zu wenig, egal. Sturm ist jetzt zu Ende. Neuer Grundstein. Ziel ich die geschaltet. Du kannst aus allen. Tja. Ist das eigentlich zusätzlich zu dem, den wir jetzt gleich kriegen würden? Wahrscheinlich, ne? Ja, das ist halt auch geil, ne? Weil ich mich halt frage, wie viele Empathie-Entscheidungen gibt es noch? Das hier wäre jetzt Empathie gewesen, kann ich aber gar nicht machen. Das heißt, ohne Händler ist Empathie sowieso schwierig, weil wir kein Geld haben einfach. Das heißt, nehmen wir das. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Also... Wir brauchen definitiv Dörrfleisch, wäre richtig geil. Kekse wären richtig geil. Die Mühle haben wir schon. Oder aber Kleidung, wofür wir Kleidung und Stoff bräuchten. Also es gibt auf jeden Fall einiges auf dem Markt, was wir brauchen. Ist die Frage, ob wir was finden, was alles vereint. Hier wäre Dörrfleisch. Hier wäre Haferbrei, brauchen wir nicht. Hier wären Fleischspieße und Kekse. Aber Kekse nur auf 2. Ich hätte echt lieber 3. Pastete, stimmt, die haben wir ja auch noch. Pastete und Kekse. Damit hätten wir 4 Sachen. Aber halt auch nur auf... Ich glaube tatsächlich, dass die Bäckerei wirklich am sinnvollsten ist. Würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir brauchen die Regenmühle. Wir müssen das hier mal wegmachen jetzt.
Wir warten nochmal gerade ab, bis die fertig sind. Das muss weg. Was haben wir hier? 6 gegen 6. So, das hier wird gemacht, ne? Von einer Hexe aktuell. Dann hauen wir mal gerade 2 rein. Ich brauche Platz. Könnten wir tatsächlich auch mal Geld verdienen? 15 Haken, haben wir die? Ja. 30 Öl. Ist natürlich nicht so scheiße hier. Wie viele? 11. Wie viele kriegen wir noch? 10 hier wahrscheinlich. Reicht eigentlich. Öl, ja, komm. Wir verdienen mal ein bisschen Geld. Kann man ja auch mal machen. So, wo sind denn keine... wir haben überall... Da noch einen rein. Hier noch einen rein. So, die sind dran. Müssen aber noch Holz holen. Da haben wir wahrscheinlich auch nichts mehr. Da doch, ist noch da. Das hier ist echt geil, das Teil. Das ist super. Ist ja eigentlich hier mal bald mit den Steinen fertig. Himmel, Herrgott. Warte mal, da haben wir übrigens auch Seemark, ne? Da sollten wir auch mal drüber nachdenken. Den Schmuh abzubauen. Braucht man immer wieder. Und wir haben Obdachlose. Und zwar Echsen und Biber. Alter, wieso ist hier schon so wenig Platz? Die muss ich halt... Da können 3 drin leben, ne? Aber besser sind natürlich die Gebäude für die jeweils spezialisierte Zunft. Stimmt, wir müssen auch sehen, dass wir Schlagwerkzeug und Schriftrollen herstellen. Krieg ich irgendwo Leute her? Da krieg ich Leute. Da krieg ich Leute. Ist auch bald soweit. Das gibt Tau. Gut, dann kriegen wir Leute. Hier ist auch alles sinnlos, ne, der Weg. Egal, können wir noch irgendwelche Deko hinballern. So, warte mal, das wäre fertig. Machen wir jetzt auch. Ich brauche die 4 Leute. Da kommt direkt mal einer hier und ballert das Seemark weg. Und dann ballern wir hier noch einen Biber rein. Das heißt, du müsstest jetzt wieder 9 Biber aktiv haben. Yes. Gut, dann. Die sind gleich fertig. Brauchen wir tatsächlich noch mehr Häuser. Echse. Wahrscheinlich auch Biber. Alter, was ist hier mit Platz los, ne? Und diese scheiß Geysir, ne? Ist richtig im Weg einfach. Hardcore im Sack. Da muss ich auch noch was abbauen. So. Die Mine müssen wir uns auch drum kümmern. Das Ding ist weg, gut. Und wir haben einen neuen Bauplan. Wir müssen dann denken, Mäntel.
Mäntel 3. Machen wir. Und Schriftrollen können wir da theoretisch auf 1. Aber das ist okay. Brauchen wir halt noch Stoff, ne? Mäntel auf 3 ist schön und gut, ohne Stoff aber auch eher sinnbefreit. So, jetzt starten wir die Produktion, Leute. Und die Regenmühle und die Bäckerei. Was ist der hier eigentlich? Der hämmert sich hier langsam durch. Stimmt, da müssten wir eigentlich auch mal dieses Büro da bauen, ne? Archäologie-Teil hier. Das ist alles so riesig. Das muss ich ja nicht hier reinbauen, ne? Sehr viel zu bauen gerade. Da sind auch tatsächlich 4 Bauarbeiter am Start. Das hier machen wir auch neu. Kann mal einer machen. Hier kommen gleich 2 dazu. Ja, es hapert halt einfach an Material. War das hier? Nee. Nur mal Trainingswerkzeug, ne? Ja. So, jetzt haben wir zumindest mal keine Obdachlosen mehr. Hier noch Freiräumen, hier sind wir dran. Wahrscheinlich brauche ich auch eine zweite Quelle da gleich. Oder Brandherd oder wie auch immer wir das nennen mögen. Gehöft. Mega gut. Steinmetzlager ist endlich leer. Dann kommen die jetzt hier hin. Das ist auch endlich fertig. So, die ist auch fertig. Die kriegen da Entschlossenheit drin. Ja gut. Ich würde natürlich jetzt darauf hinauslaufen, dass wir wenig Getreide nur noch haben. Weil die beiden hier das ganze Getreide wegballern. Aber... Vielleicht setze ich hier mal einen raus. So, und ihr macht... Was macht ihr denn eigentlich? Was habe ich hiervon eigentlich? Nix, ne? Shitty. Also Pastete kriegen wir hin, aber Kekse? Da müsste ich die Beeren mal verbieten. Und die Beeren und das an. So, mal gucken. Auch wieder das liefern. Nehme man das. Weihrauch? Wer hatte denn hier Religion? Nur hier einmal, ne? Den Weihrauch nicht. Weihrauch nicht, aber Tempel werde ich wahrscheinlich nicht bauen. Religion, Bildung. Das haben wir ja schon. Ne, Bildung haben wir noch nicht. Das ist scheißegal, ey. Das ist scheißegal. Werden wir eh nicht machen, höchstwahrscheinlich. So, ist der hier oben fertig? Ja. Jetzt wird es nämlich teuer hier. Jetzt wird es langsam teuer. Harz, Schriftrollen. Schriftrollen, ja. Wo kriegen wir Schriftrollen her? Ja, Schriftrollen auf 1, ne, irgendwo. Hier. Und hier.
Ich kann Pilze auch verdödeln. Das ist natürlich nice zum Mehl. Hör mal auf. Was macht ihr hier für eine Scheiße? Ach, hier sind auch Schriftrollen drin. Gut, dann stelle ich hier noch einen ein und dann macht das Schriftrollen. Was soll das denn? So, und hier wird definitiv erstmal nur Trainingswerkzeug gemacht. Allerdings auch hier wieder problematisch. Jetzt wäre der Tempel hier tatsächlich auch noch gekommen. Wir brauchen Bildung, ne? Ne, brauchen wir gar nicht. Haben wir ja hier schon. Hier ist Bildung und Schlägerei. Theoretisch bräuchten wir hiervon nur noch... Ja, wäre... Luxus und Freizeit wäre halt für die Biber krass. Aber dafür bräuchte ich auch Wein und Bier. Das mache ich nicht mehr. Ich habe mich ja jetzt schon auf Schlägerei und Schriftrollen. Mehr wird's nicht an krassen Sachen. Die Biber werden leer ausgehen. Das heißt, hier werde ich zurücksetzen. Scheiße. Warum ist nichts Dach? Da ist ja was mit Stoff. Stoff immer mal immerhin auf 2. Finde ich okay. So, warte mal. Jetzt, was haben wir hier nochmal? Wir stellen noch den nächsten Dings. Richtungsereignisse sammelt Reputationspunkte. Arbeiten Spieler schneller. Und das hier war, je 2 Tafeln können Speer 4 zusätzlich und bewegen sich schneller. Machen wir das. Je uralte Tafel im Lagerhaus, dann der Siedlung minus 10 Feindseligkeit. Finde ich sehr gut. Gut, da müssen wir warten, bis wir die Bretter haben. Das hier wird abgebaut. Ja, die Hakenproduktion. Die muss auch langsam stattfinden. Wir haben auch jetzt gerade mal wieder 2 Obdachlose. Das kam jetzt ein bisschen spät. Nächste. So, warte mal. Holz haben wir genug, sollte gehen. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Hier. Die Harpien rein, die dann mal Kleidung befriedigen. Hier. Müssen auch Harpien rein. Hier Stoff aus. Stoff aus, Stoff, Stoff. Raus. Raus. Hab hier auch du. Ach nee, warte mal, ihr arbeitet da gut drin, na gut. Dann macht ihr den Stoff, bitteschön. Okay. Ja, wo geht's hin? Wir müssen wahrscheinlich hier hin. Aber ich könnte auch hier erstmal noch ein bisschen freiräumen.
Das Feld ist auch maximal im Weg einfach. Hier ist jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz für Häusle. Jetzt verbrennen wir gerade auf jeden Fall ordentlich Holz. Ist nicht schön. Ach, ihr seid mal leer, okay. Wo waren die Bären? Die waren doch hier irgendwo. Hier. So, jetzt kommen auf jeden Fall die ersten Pasteten und so an den Start. Gut. Neue Leute. Drei Biber, drei Biber. Eins, 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 zwei. Dann das. Und Leder brauchen wir eh. Und hier haben wir Wurzellieferkette, zwei Lederproduktionen. Für jeden Ertrag hältst du zusätzlich ein Leder, sammeln Landwirtschaft oder Produktion. Da haben wir, glaube ich, nicht so viel. Für jede Produktion von 10 Pasteten hältst du 10 Dörrfleisch. Ich glaube, das ist besser. Jede Produktion. Oder gehen wir mal durch. Wo ist das? Von 10 Pasteten hältst du 10 Dörrfleisch. Das heißt, hier kriegen wir jetzt immer 10 Dörrfleisch noch dazu, oder? Das ist ja doppelt geil. Wenn ich das jetzt richtig verfolge. Müssen wir ja mal gucken. Und wo kommt das dann hin? Kommt das direkt ins Lager? Oder wo wird das... So, Kleidung müsste dann demnächst mal gemacht werden. Wir müssten halt sehen, das wollte ich eben, hatte ich irgendwas im Kopf. Hier zum Beispiel. Ah, nee. Ich könnte hier Getreide, könnten wir hier noch mit Pflanzenfasern. Oder aber ich mache hier mal noch jemanden rein, der mit Leder macht. Und dann machen wir hier. Leder ist schon drin. Kriegen wir mehr Stoff. Finde ich ganz gut, glaube ich. Trainingsausrüstung, das ist auch noch so eine Nummer. Und Hakenproduktion ist auch noch so eine Nummer. Sollten wir auch mal langsam an den Start kriegen. Was haben wir denn eigentlich wieder an Kupfer? 21. Wir haben aber auch Barren momentan relativ viele da. Wir sollten vielleicht mal die Schmiede bauen. So die Frage, ob hier hin, ehrlich gesagt. Wir könnten auch hier mal noch ein Lagerhaus bauen. Material ist da. Da kann nämlich hier auch die Mine hin. Finde ich ganz gut, die Pläne. Gut. Wir haben auch momentan viel zu viele Leute. Das heißt, wir können hier mal auslasten. Ist aber, glaube ich, alles schon so weit ausgelastet. Ah, hier fehlt uns jetzt wieder Geld. Was wäre das eigentlich? Hier zwei Feinde, jetzt so einen. Das wäre jetzt plus 3 auf Werkzeug. Nicht schlecht, aber da wir nicht handeln, ist das auch wieder... Der enthüllt den Standort der nächsten... Ja, das hier finde ich am besten.
Aber brauchen wir erstmal. Wobei, das können wir auch swappen. So, dann machen wir das da direkt. Zack. Nächste Entdeckung. Was hier los? Jeder Verlust von Dorfbewohnern. Hä? Was ist denn hier der Vorteil? Jeder Verlust von Dorfbewohnern wird verhindert. Kosten eine uralte Tafel. Oder ein Dorfbewohner, oder was? Das ist am besten, finde ich. Soll ich das direkt machen? Ja, oder? Komm. Haben wir hier schon mal alles gemacht. Jetzt haben wir ja dieses, warte mal, wo ist das? Hier. Ich kriege jetzt minus Feindseligkeit pro Tafel. Allerdings müssten wir 6 liefern, ne? Wir müssen mal gucken, was wir da machen. So, hier warten wir noch was ab. Und das geht dann auf wahrscheinlich Holz. Jetzt habe ich nicht geguckt, was mit dem Dörrfleisch ist. Hier ist 0. Jetzt habe ich nicht geguckt, ich Trottel. Haben wir das gekriegt? Ja, hier, guck mal, da war Dörrfleisch. Ja, haben wir tatsächlich, glaube ich, gekriegt. Nice. Okay, dann würde ich aber hier auch, warte mal, Steinmetze haben wir jetzt 2, ne? Vielleicht sollten wir da auch mal noch einen reintun. Hier kommt einer rein. Ist egal, okay. So. Finde ich eigentlich bis jetzt zumindest noch einigermaßen erfrischend. Was das mit dem Händler angeht, weil das einem viel Entscheidungen weglässt. So. Ja, hier sollte auf jeden Fall noch ein Steinmetz hin. Und hier ist weiterhin die Frage, nutzen oder nicht. Warum habe ich den jetzt dahingestellt? Dann muss das hier mal wegmachen. Ich würde sagen, schon nutzen. Ne? Wenn da Felder sind, dann sollten wir es auch nutzen. Wir haben halt leider nichts, um Fasern oder so anzupflanzen. Wir könnten halt, aber wobei wir können halt durch Getreide letztlich ja auch Leder machen, also das ist ja nicht so tragisch. Das sind übrigens auch 2 Obdachlose. Biber und Echsen. Und wir sollten das hier auch mal upgraden. Langsam, also das hier fertig bauen. Kriegen wir hier nochmal? Was für jede wieder aufgebaute. Ach so. Okay. Ich aktiviere es mal. Kleidung ist echt so ein Phänomen. Es reicht einfach nie. Wir sind 2 jetzt wahrscheinlich durchgängig am Kleidung produzieren, weil Stoff ist jetzt langsam da. Aber das reicht einfach nicht. Die geht so schnell dick die runter. So, jetzt haben wir 10, habe ich gerade gesehen, gemacht. Und 10 sind dazugekommen. Und dann sind jetzt 20 da. Aber nur 10 Dörrfleisch. Was ist da los? Naja, weil hier steht erhalten 30. Das wird schon hinkommen. Hoffen wir mal, dass das stimmt mit dem erhalten 30. Aber ihr seht schon, jetzt werden hier ein paar Bedürfnisse auch mal erfüllt. Das ist schon ganz okay. Jetzt kriegen wir hier Kleidung und
Karpien. Ballern natürlich unsere ganzen Pilze weg, aber egal. Die können wir jetzt eigentlich auch wieder erlauben. Gibt auf jeden Fall jetzt mehr Kleidung. So, und an der Stein- und Kupferfront sieht es jetzt langsam auch besser aus. Und die Folge ist zu Ende. Ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.